Heute in dieser Folge werden wir uns mit dem Konstruktionsblock beschäftigen. Und zwar, nach diesem Video, bist du ein Meister im Kopieren? Oder hast jedenfalls verstanden, wofür er da ist und was er alles kann? Lass uns erstmal in dieser Folge anfangen, uns die Blöcke erstmal zu holen, denn es gibt zwei Blöcke. Einmal den Kopierblock, mit dem wir natürlich alles machen können, und einmal den Konstruktionslehre-Block, der eigentlich nur dafür da ist, um Luftblöcke in dem Bereich, den wir kopieren, nicht denn in Kopie, sag ich mal, als Luftblock zu erhalten, sondern dieser wird dann einfach ausgetauscht durch den Block, der denn in dieser Welt da schon existiert. Gehen wir alles gleich drauf ein. Erstmal wollen wir uns die Blöcke holen. Einmal Chat-Menü bitte aufmachen. So, da sehen wir schon die zwei Varianten, die wir eingeben können unten im Chat. Für alle Leute, die faul sind mit dem Schreiben. Ich kopiere das Ganze unten in die Infobox. Dann kannst du es dir rüberziehen und ganz einfach auf dem PC eingeben. Gucken wir jetzt einmal in den Block einmal rein. Wir haben drei Modusse. Wir befassen uns erstmal mit dem Speichermodus. Unter dem Speichermodus findest du den Konstruktionsnamen, unter was du natürlich das abspeicherst, wie du das natürlich nennen willst. Egal, was wir jetzt hier abspeichern. Darunter haben wir einmal die Größe und das Offset. Die Größe, ganz einfach gesagt, ist immer der Bereich, den wir kopieren wollen. Ne, immer Breite, Höhe, Tiefe wird hier angezeigt, sage ich mal, mit den Farben. Das Maximum, was du, sag ich mal, in der Tiefe wie in der Länge gehen kannst, sind 64 Blöcke. Die Höhe ist egal. Das geht so weit, wie die Welt ist. Das kannst du, können wir mal ausprobieren, hier zack. Bei mir geht es noch 297 Blöcke in die Höhe. Was du, sag ich mal, hier kopieren könntest. Wir sind nur zu den Seiten ein bisschen eingeschränkt. Was wir halt noch machen können, ist mit dem Offset den Bereich, den wir kopieren wollen, noch versetzen. Das heißt, der Kasten bleibt in der gleichen Größe, nur die Position ändert sich. Können wir mal ausprobieren? Wir gehen mal ein nach hinten weg. Wir sehen, der Kasten wandert nach hinten einmal weg. Wir haben jetzt unseren Stall, was ich jetzt hier habe, unser Gehege, sag ich mal, auch denn in dieser Kopie versetzt. Na? Wenn wir den so abspeichern wollen. Wir können auch wieder einfach zurückgehen. Na, dann sind wir wieder schön in der Mitte. Als nächstes haben wir darunter Erkennen. Erkennen macht sich immer besser, wenn wir zu Gebäuden gehen. Werden wir gleich machen. Zuerst aber Objekte einbeziehen. Was heißt denn das? Objekte einbeziehen sind zum Beispiel jetzt hier wie diese Schwein- oder Rüstungsständer, ob ihr die mitkopieren wollt oder nicht. Bei den Blöcken genauso. Wollt ihr die Blöcke mitnehmen oder nicht? Oder wollt ihr nur hier das einzelne Schwein euch rüber kopieren? Danach haben wir noch den Redstone-Speichermodus. Eine ganz tolle Sache, die Minecraft in meiner Edition leider noch nicht umgesetzt hat. Und zwar gibt es ja einmal im Speicher, also im Speicher sichern oder auf Datenträger sichern. Das heißt einfach, speichern ist ganz normal auf meiner Welt und auf Datenträger wäre, sag ich mal, dass ich das Ganze auch noch auf andere Welten übertragen könnte. Funktioniert bei mir noch nicht so ganz. Ich hoffe, mit den nächsten Updates funktioniert das. Sag mal, das wäre ja nicht verkehrt, weil dann könnten wir, sag ich mal, Hochhäuser oder was auch immer wir hier gebaut haben, auf andere Welten ganz einfach rüber kopieren. Und ganz unten habt ihr noch die Möglichkeit, den Rahmen an- und auszumachen. Macht sich immer ganz gut, wenn man später mit Animationen und sowas arbeiten will, weil man will ja nicht immer diesen Rahmen dann halt sehen. Wir ändern jetzt einfach mal die Umgebung. Und zwar habe ich mir gedacht, für unseren ersten Test, den wir jetzt machen, wollen wir dieses Häuschen kopieren. So, ich gehe jetzt einfach mal hinten in die Ecke einmal rein. Geht schön so an die Seite des Hauses. Und ich werde das Haus einfach mal U nennen. So. Das war es erstmal. Wir können natürlich jetzt per Hand die Größe eingeben, um dieses Haus einzuspeichern. Oder wir fliegen jetzt hier einmal zur Seite. Und dann brauche ich mal so einen kleinen Hilfsblock, um das Häuschen, sag ich mal, mir hier so einzufangen. So, jetzt gucke ich nochmal, ob ich hier irgendwie schön bei der Ecke bin. Jawohl, bin ich. Setze hier nochmal so einen Block einmal hin. Mach mal hier diese Blocke einmal weg. So. Und jetzt gehen wir mal in den Block rein und gehen mal auf Modus Ecke. So, und diese Ecke müssen wir genauso nennen, wie wir, sag ich mal, das benennen, womit wir das Haus speichern. Bei mir wäre das jetzt U. So, jetzt kann ich ganz einfach an meinen Speicherblock hier gehen und drücke mal Erkennen. Dadurch geht er jetzt automatisch zu diesem Block, den ich gesetzt habe, um das Haus, sag ich mal, einzufangen. So, da bin ich jetzt. Jetzt fehlt mir aber noch die unterste Ebene. Was machen wir da? Da ändern wir jetzt einfach mal die Tiefe vom Offset. Dann macht ihr statt einer 1 eine 0 rein, dann geht automatisch der ganze Kasten einen tiefer. Hier nochmal so eine kleine Ansicht, wie das aussieht mit dieser Ecke hier. Na? Der dient eigentlich nur dazu, um dieses ganze Gebäude halt einzufangen. So, okay, dann haben wir das jetzt erstmal geschafft. Jetzt fliegen wir erstmal auf eine gerade Fläche oder freie Fläche, wo wir ein bisschen rumexperimentieren können mit dem Kopieren. Ich gehe jetzt einfach auf diese Grünfläche. So.
Dann gehen wir jetzt in Modus rein, laden. Jetzt gucken wir nochmal an, was wir bei laden können. Zum Ersten, wir können natürlich jetzt das reinschreiben, unter was wir das jetzt gespeichert haben. Wäre jetzt hier zum Beispiel das Haus. Wir haben hier auch nochmal das Offset. Das heißt, wir können diesen Kasten jeweils immer noch nach hinten, zur Seite, nach oben, nach unten versetzen. Das hat zum Beispiel den Vorteil, wenn ihr euch jetzt mal sagt, ich setze mir jetzt hier bei der Straße das einmal hin. Und ich sehe sofort, okay, das Haus würde jetzt auf der Straße stehen, würde meine Straße kaputt machen. Dann würde ich da einfach jetzt mal nachhelfen, ohne den Block halt zu versetzen. Und mache dann einfach bei Z. Ne, nicht bei Z. Wir wollen ja nach hinten gehen. Bei X eine 2 rein. So. Und dann geht da automatisch zwei Blöcke hinten und dann werde ich dieses Häuschen direkt an der Straße. Ja, und falls mir das immer noch nicht passt, könnte ich bei Offset das immer noch hin und her setzen. Wenn ich nicht unbedingt den Block verändern möchte. So, hier stört mir das jetzt nicht, wenn ich das hinsetzen würde, also gucken wir noch mal rein. Offset geklärt. So, Objekte einbeziehen, das wäre zum Beispiel wieder, ob da Tiere sind, Rüstungsständer, Bilder, ob ihr die mitnehmen wollt, ob ihr die ersetzen wollt, sowas zum Beispiel. Wasserblöcke, genau das gleiche, ist da ein See, ist da ein Teich, ist da ein Meer, sind da Wasserblöcke, wollt ihr die Blöcke erhalten oder wollt ihr, dass die automatisch ersetzt werden durch eure Kopie, die ihr jetzt da hinsetzt. Blöcke entfernen betrifft wieder nur die Blöcke, die jetzt da schon sind. So, Integrität, was heißt denn das? Können wir gleich mal ausprobieren, dann seht ihr das. Und zwar, das ist jetzt einfach nur die Anzahl an Blöcken, mit denen das Haus generiert wird. 100 ist immer 100%. Wir können jetzt hier, sag ich mal, 5 einfach mal machen. Wir könnten das Häuschen auch noch drehen, wenn wir wollen. Wir können es auch spiegeln. Na? Dann könnt ihr euch das in die richtige Position machen. Zur Animation kommen wir gleich. Jetzt wollen wir es erstmal setzen mit 5%. Ne? Und da seht ihr ganz klar, das Haus ist nicht komplett. Jetzt können wir nochmal reingehen. Integrität mache ich jetzt mal statt 5 auf 50. Lade es nochmal. Und da seht ihr, es immer noch nicht ganz komplett. Ne? Da kommt dann so eine Struktur zustande, die dann so ein bisschen kaputt ist. Muss man auch immer gucken, ob das einem gefällt oder nicht. Ist jetzt eine Funktion von diesem Block, die ich nicht wirklich nutze. Aber es ist mal ganz interessant, sich sowas mal anzugucken. So, wir wollen das Haus einmal 100% laden. Machen wir. Und ihr seht, ich habe bei mir zum Beispiel den Boden nicht so ganz mitkopiert. Da könnte ich jetzt eigentlich einen noch höher gehen. So, dass der in der Luft steht. Genau, und dann wäre der perfekt, sag ich mal, auf dem Boden. So, jetzt wollen wir natürlich das Häuschen noch einmal spawnen lassen. Wir haben das oben hier alles einmal durch. Auch rotieren und sowas, das ist klar. Jetzt kommen wir zum Animationsmodus. Was ist denn das? Also wir haben hier drei Optionen. Einmal, dass es natürlich aus ist, denn per Ebene platzieren, das ist dann wie so eine Torte, ne? Da geht dann Schicht um Schicht wieder das hochgesetzt oder per Block. Ich würde mal sagen, wir gucken das Ganze erstmal per Ebene zu Ebene einmal an. Dann könnt ihr auch noch die Zeit machen, wie lange das dauert. Ich würde mal sagen, 25 Sekunden zum Aufbau des Hauses reicht. Und dann könnt ihr auch noch sagen, wollt ihr hier diesen Begrenzungsrahmen sehen oder wollt ihr nicht sehen? Ich mache ihn mal aus. So, und dann drücke ich einfach mal auf Laden. Und dann sehen wir hier, wie das Haus so langsam entsteht. Ja, das ist eine Animation. Damit kann man auch noch einiges mehr anstellen, als jetzt nur so ein Haus hinzuplatzieren. Aber ganz ehrlich gesagt, damit befassen wir uns mal in anderen Videos, wenn es auf wirklich reines Animationen geht mit diesen Blöcken. So, wir können noch mal gucken, Animation. Wir gucken uns natürlich auch noch mal per Block einmal an, wie das aussieht. Hier würde ich das Ganze mal ein bisschen schneller machen. Wir machen das Ganze jetzt nicht auf 25 Sekunden, sondern auf 15 Sekunden. Mal ein bisschen schneller. Und dann laden wir es einfach mal. Sehr schön. Wie gesagt, beim Kopieren immer aufpassen, dass ihr auch das wirklich auf die richtige Ebene setzt. Ansonsten sieht das am Ende so aus. Aber das war's hier schon zu dem Konstruktionsblock erstmal im Groben. Wenn es darum geht, richtig Animationen zu machen, zum Beispiel ein Garagentor oder von der Auffahrt das Tor vom Haus oder ein Burgtor oder sowas. Ne? Wenn ihr sowas mal sehen wollt, kommen noch weitere Videos.
Aber um erstmal diesen Block ein bisschen zu verstehen, reicht das hier erstmal. Im Groben und Ganzen könnt ihr jetzt kopieren. Ihr könnt euch auch so eine kleine Animation schon machen. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann abonniert den Channel, liked das Video. Oben in der Ecke kommst du zum nächsten Video. Und dann war es das Video für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dann haut's rein und ciao. You got control of me.